Hallo, hier ist nochmal der Jörg. Zum Ende des Jahres ungefähr hin, 24. Dezember heute aus Belgien. Mal in die Sonne fotografieren, weiß nicht, ob das geht. Ja, auf dem Bild sieht es ja schön aus. Na, ich wollte nochmal ein Bild oder ein kleines Video machen, wenn ich mit Lena spazieren gehe. Die läuft da vorne, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und wollte ein paar Dinge erzählen, die ich normalerweise auf den Videos so nicht sagen kann, weil ich mich da ja hauptsächlich mit Lesungen beschäftige. Und da probiere ich die Dinge, die sich außerhalb der Lesung mit Dingen beschäftigen, dann ein wenig rauszuhalten, um eben auf das Wesentliche zurückzukommen und die wichtigen Dinge zu besprechen, die die Autoren vor oftmals langer, langer Zeit bereits geschrieben haben, um als Wachmänner auf der Mauer Achtung und Warschau zu rufen vor dem Feind, der ankommt. In immer wieder anderen Verkleidungen, aber immer wieder derselbe Feind. In Zeiten Luthers kam er als Türke. In den Zeiten heute kommt er als Gastarbeiter und Immigrant und Flüchtling und was nicht noch alles. Aber es ist immer derselbe Feind. Oder diese Personen sind immer vom selben Feind gesteuert. Und ich wollte mich eigentlich mal weniger damit beschäftigen in diesem Video, sondern ich wollte einfach mal nur Danke sagen. Natürlich sage ich tagtäglich Danke an meinen Herrn, jeden Morgen wieder für das Geschenk des Lebens, wenn ich aus meinem Schlaf erwache. Und jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, danke für den Tag, den ich hier leben durfte. Ich danke dem Herrn dafür, dass er so gut Sorge trägt über mich und über die Leute, die mir viel bedeuten. Hauptsächlich meine Mutter, der es im Augenblick gesundheitlich nicht so gut geht. Aber auch das wird wieder in Ordnung kommen. Und das ist auch damit zu danken, dass viele Leute, mit denen ich mich abgebe, umgebe, mit denen ich Kontakt habe, eben auch für meine Mutter auch beten. Weil wir eine christliche Gemeinde sind, weil wir eine kleine christliche Gruppe sind, die die Verschwörungen, die gegen sie gemacht werden, satt sind auf der einen Seite, aber die sich auch auf der anderen Seite bewusst sind von diesen Verschwörungen. Und deswegen diese Verschwörungen gegen uns und andere aufzudecken, sich verpflichtet haben im Namen des Herrn. Genau wie Henry Gretton Guinness, der 1888 sein Buch Romanismus und die Reformation veröffentlicht hat, was Maximilian ins Deutsche überträgt, was ich im Augenblick, gestern Abend habe ich die 19. Lesung gemacht, da bin ich immer noch ein bisschen von beeindruckt von der Lesung, auch war es nur eine Dreiviertelstunde, aber es war sehr intensiv über die Inquisition unter anderem. Und ich meine, und da könnt ihr jetzt mit mir eins sein oder nicht, also für mich gibt es keine Zufälle. Und für mich ist es kein Zufall, dass 130 Jahre nach der Veröffentlichung des Buches von Henry Gretton Guinness der Heilige Geist mir die Aufgabe gibt, dieses Buch in Deutsch zu lesen und Maximilian die Aufgabe gibt, dieses Buch ins Deutsche zu übersetzen. Und zwar in einer Art und Weise, wie er das macht. Und mit der Art und Weise meine ich, dass er nicht nur die Worte übersetzt, sondern auch den Geist des Buches übersetzt. Und genauso mit Viktor, der hinter den Diktatoren übersetzt hat und mit dem wir im Augenblick den Nachtrag zu Hinter den Diktatoren aufnehmen. Heute Abend noch ein Teil um 7 Uhr, Michael, Viktor und ich, das päpstliche Rom und die Europäische Union. Das sind die Nachträge, die dann noch kommen, weil das Buch selber, die Buchlesung selber ist auf meinem Hauptkanal abgeschlossen. Auch dieses kleine Heft, das ich letztens gefunden habe von Arthur Böttling, die Jesuiten und das Deutsche Reich, das ich auch nur auf meinem Zweitkanal bis jetzt veröffentlicht habe, gestern den ersten Teil, der hat in einem Tag fast 500 Klicks bekommen und das auf meinem Zweitkanal. Da möchte ich mich auch mal ganz herzlich bedanken bei meinen Abonnementen, die sich so reichlich diese Videos anschauen und diese Lehre natürlich dann auch berücksichtigen, auch für ihr Leben, hoffentlich. Da hoffe ich und bete ich für. Also ich wollte mich mal ganz herzlich bedanken auf diesem Weg bei Maximilian für seine wunderbare Übersetzungsarbeit von Henry Gretton Guinnesses Buch, für Viktor seine fantastische Arbeit von Hinter den Diktatoren und alles, was er daneben noch für mich macht, überhaupt die beiden, die ja daneben auch noch andere Papiere für mich übersetzen, für
dieses neue Projekt, der systematische katholische Kindesmissbrauch und so weiter und so weiter. Und ich wollte mich auch bei Stefan bedanken, der ganz wunderbar das Buch Herrscher des Bösen übersetzt hat. Das habe ich jetzt auch angefangen zu lesen. Ich dachte eigentlich nicht, dass ich das nochmal in Angriff nehmen würde. Ich habe es ja in Englisch getan und dann im Deutschen eine 13-teilige Videoübersetzung davon gemacht, nach der Arbeit des Andreas damals, der das übersetzt hat, bei dem ich mich auch in diesem Wege nochmal herzlich dafür bedanken möchte, dass er dem Ruf des Herrn gefolgt ist, diese Arbeit eben dann zu machen, dass ich das umsetzen konnte in Videos. Und jetzt hat Stefan das ganze Buch Herrscher des Bösen ins Deutsche übersetzt, über 300 Seiten. Und ja, werde ich nebenbei auch noch machen und die Videos veröffentlichen. Dazu möchte ich noch mal eben eins sagen, die Videos veröffentlichen. Ihr wisst ja, ich habe einen Kanal, der heißt Joggler66, wie mein Hauptkanal, einen kleineren Kanal davon. Da bringe ich jeden Tag das tägliche Seelenbrot. Das habe ich angefangen dieses Jahr am 15. Februar und das endet natürlich damit am nächsten Jahr am 14. Februar. Und dann ist der Kanal frei für andere Dinge. Und da werde ich hauptsächlich dann solche Dinge wie Herrscher des Bösen und vielleicht andere Dinge hochladen, die auf meinem Hauptkanal keinen Platz finden. Also abonniert euch auch den zweiten Joggler66-Kanal mit dem täglichen Seelenbrot. Den Link findet ihr in der Beschreibungsbox auch unter diesem Video. Ja? Ich habe 4 Kanäle, wovon auf 3 deutschsprachige Videos auch erscheinen und einen, der ist ausschließlich Englisch. Aber den guckt sowieso kein Schwein. Aber da geht es nicht drum. Mir ging es vor allen Dingen darum, dass ich von der Gelegenheit eben mal Gebrauch machen kann. Ich hatte vor etwas über 3 Jahren, glaube ich, 2015, angefangen, deutsche Videos zu machen. Und die haben am Anfang einen unglaublichen Eindruck auf die Leute anscheinend gemacht, weil die Klickzahlen für die Videos waren sehr, sehr hoch. Die sind im Laufe der Zeit natürlich weniger geworden, aus verschiedenen Gründen. Und es geht mir auch nicht, wie gesagt, um die Klickzahlen, aber es überrascht mich doch immer wieder, wie das ein oder andere Video von euch angenommen wird. Und vor allen Dingen, wie positiv. Ja, natürlich gibt es auch negativen Kommentar. Zum Glück. Weil wenn ich keinen negativen Kommentar bekommen würde, müsste ich mich ja wirklich fragen, was ich verkehrt mache. Jesus Christus hat gesagt, dass wenn man ihm in dieser Welt folgt, wenn man ihn verkündet, dann wird man Verfolgung erleiden. Also Verfolgung oder Hasskommentare oder solche Sachen. Wenn ich sowas nicht kriegen würde, dann müsste ich mich ja wirklich fragen von Jörg, was machst du eigentlich verkehrt? Du machst ja nichts mehr richtig. Aber ich freue mich immer wieder über Kommentare, wie heute habe ich 2. Und die 2 Leute, die das Video jetzt schauen, wahrscheinlich, die werden dann wissen, wen ich meine. Ich habe die Namen jetzt nicht auswendig hier unterwegs aus dem Spaziergang mit bei. Es waren 2, wenn ich mich nicht irre, weibliche Zuschauer. Die eine hat kommentiert auf Herrscher des Bösen die Zusammenfassung, die ich damals gemacht hatte, Teil 8. Und die andere hatte kommentiert auf, glaube ich, Teil 5 von Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Und die 2 Kommentare, die ich da bekommen habe, das ist einfach, es ist wunderbar. Ich habe es gestern noch von einem aus der Gruppe gehört, in Romanismus und die Reformation, wo wir mit bei sind, dass er mit seinem Sohn morgens auf dem Weg zur Arbeit, wo sie gemeinsam fahren, sich Lesungen von mir anhört und dass sein Sohn jetzt auch der Bibel verfallen ist, um es mal so zu sagen. Und einen besseren Bericht kann ich mir überhaupt nicht wünschen, mal zu bekommen. Also von daher ist im Grunde das, was ich mir von Anfang an vorgenommen habe mit diesem Ministerium Stunde der Wahrheit, bereits erfüllt. Es sind mehrere Menschen aufgrund meiner Videos, aufgrund Lesungen von Geschichtsbüchern, Geschichtsfakten, von Bibelzitaten und der Lehre, dass die Bibel die Wahrheit ist und nicht die Lehre der römisch-katholischen Kirche und anderen Dingen, da sind Leute zur Wahrheit zugekommen. Und das ist im Grunde das, was ich mir von Anfang an gewünscht habe. Mehr kann man gar nicht fragen. Ich kann nur säen, wie ein Bauer seine Saat aussät. Aber ob die Saat auch aufgeht, das ist Gottes Arbeit. Im Englischen sagt man, the man sows and God gives the increase. Ja, also Gott sorgt dafür, dass da eben was draus wird. Und das ist mit menschlicher Saat genau dasselbe. Das ist mit der Saat des Heiligen Geistes hier in dem System, in dem wir leben, genau dasselbe. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für.
Und natürlich kann ich in so ein Video, auch wenn es jetzt schon fast 10 Minuten geht, nicht alles reinpacken, was ich mir mehr oder weniger vorgenommen habe. Ich spreche auch frei, ich habe mir ja keine Notizen gemacht. Es gibt so viel, was ich mir immer vom Herz reden möchte, aber ich hoffe, dass ich die wichtigsten Sachen jetzt mal genannt habe. Die Brüder, die mit mir zusammenarbeiten in den Übersetzungen, die Gruppe, die ich gebildet habe auf Skype, Romanismus und die Reformation, die sich da jeden Sonntagabend trifft und bei den Lesungen anwesend ist. Das ist eine wunderbare christliche Gemeinschaft und das macht es einem alles so viel leichter, diese ganze antichristliche Welt, in der wir ja nur einmal, solange wir in diesem verweslichen, verlumpten, sage ich jetzt mal, verlogenen, lügenden Körper verbringen müssen, wenn man diese christliche Gemeinschaft hat, dann fällt einem das alles viel leichter. Ja? Lena wird es auch viel leichter fallen, wenn ich jetzt mal mit ihr spielen würde. Ne? Lena, hast du nicht einen Stock gefunden oder sowas? Hä? Hast du Stockske? Hey Mäschen, was ist? Hast du kein Stockske gefunden? Ihr habt doch da jetzt gehabt, hä? Wird es doch gerade was? Wo ist der Stock? Wo ist der? Was ist das denn? Das ist ein Stück Knochen. Ja, mal, da darfst du nicht mitspielen. Ach nee, das ist ein Stück Zuckerrübe oder sowas. Naja, dann such mal. Also ich werde mich jetzt wieder ein bisschen mit dem Hund beschäftigen und ich habe ja, glaube ich, das Nötigste gesagt, was ich sagen wollte. Und so ein Video einmal so zum Ende des Jahres hin kann man ja rausbringen in der Hinsicht. Ne? Ja, ich werfe es nochmal. Ui, 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 ui. Das war hoch und nicht weit. Ui. Ja, ich fange auch an, wie ein Mädchen zu werfen. Komm hier. Komm. Ja. Ja. Das ist besser. 11 Jahre. Und läuft immer noch wie ein junger Hund. Obwohl sie kaputte Sprungbänder hat hinten. Ne? Ja. Ein süßes Tier. Na jedenfalls, gut, das wollte ich nur sagen. Ich wollte mich bedanken bei allen Abonnementen, die regelmäßig meinen Kanal auch folgen, die auf mich abonniert sind und meinem Kanal nicht folgen. Kommen da ja vielleicht irgendwann mal zu, das weiß man ja nicht. Aus irgendeinem Grund werden die ja irgendwann mal den Knopf Abo gedrückt haben. Und ich kann nur sagen, in der Zeit, in der wir uns heute bewegen auf dieser Erde, das ist eine sehr, sehr wichtige Zeit. Und es geht ganz deutlich hin, in vielerlei Hinsicht, auf die Zeit wie zu der Zeit von Noah. Und das, meine lieben Brüder, macht mich auf der einen Seite traurig und auf der anderen Seite macht es mich glücklich. Es macht mich traurig, weil ich sehe, wie viele Menschen verloren sind. Es macht mich glücklich, weil ich weiß, dass Jesus gesagt hat, dass wenn er wiederkommt, dann wird es sein wie in den Zeiten von Noah. Und von daher möchte ich uns allen einen weiteren schönen guten Tag wünschen und bis zum nächsten Mal und bis zur nächsten Lesung, die ich veröffentlichen werde. Das sollte eigentlich Romanismus und die Reformation werden. Ja, der 12. Teil. Und jetzt kommt dieses Video hier halt zwischen morgen am 25. Dezember und danach dann mal sehen, was passiert. Gottes Segen euch allen und lest eure Bibel. Maranatha.